So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Es ist eine verdammte Weile her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe, deswegen habe ich jetzt gerade überhaupt keinen Plan mehr, was wir überhaupt machen müssen. Ich guck mal eben. Mission Hammond auf der Brücke treffen, Aufzüge aktivieren, Energiezufuhr der auf AAS umleiten. Richtig, da war ja was. Ja, dann würde ich sagen, ohne weiter großartig rumzuquatschen, gehen wir doch einfach weiter. Und schauen mal, ob wir denn weiterkommen. Wie gesagt, es ist. Wo muss ich denn überhaupt hin? Einfach mal alles durchgehen. Ich muss mal kurz husten, Sekunde. So, es ist eine Weile her seit der letzten Aufnahme, deswegen bin ich so ein bisschen planlos und ratlos und überhaupt, hast nicht gesehen. Das ist die falsche Ebene. Sehr gut. Aber kein Problem. Gehen wir doch auf Ebene 3. Und räuspern uns die ganze Zeit wie ein total Bekloppter. Das tut mir leid. Ja. Wie war das denn? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich wirklich aufgehört habe. Habe ich ein oder zwei von diesen Dingern habe ich doch schon betätigt von diesen Umleitungen. Hier ist es richtig auf jeden Fall. Muss auch die Waffen nochmal eben kurz durchgehen. Zwei Schuss. Wie war denn hier? Da ist nach. Was? Entschuldigung, ich muss gerade mal eben meine Tasten hier nochmal checken. 5, 2, ja, was nehmen wir? Dann nehmen wir den Speicherstation. Ich mach mal wieder einen neuen Save-Punkt. 3.11, 3.14, 3.23. Machen wir ganz neuen. Und kann ich hier noch irgendwas öffnen? Nein, scheint nicht so. Drecksack! Wir werden nochmal nachladen. Verdammt. Nachladen? Nachladen? Jetzt habe ich einen. Jetzt habe ich ein Medipack benutzt. Ah! Okay, ich weiß, warum ich nicht nachladen kann. Ich habe keine Medizin mehr. Das macht natürlich Sinn. Richtig, ich glaube, mich erinnern zu können, dass da irgendwas war, dass ich ein Munitionsproblem hatte zuletzt. Scheiß die Wand an. Energiezufuhr. Energiezufuhr auf AAS umleiten. Ja, bitte. Asteroidenabwehrsystem ist online. Gut, genug Energie. Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline. Liegt sicher an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone bedienen und manuell zielen. Nehmen Sie den Aufzug nach oben und gehen Sie zum Kanonenschacht. Okay. Aufgabe hinzugefügt. Mir fällt gerade mal auf, dass ich in meinem Versuch hier alle Tasten zu drücken meine ganze Stase verbraucht habe. Das ist auch sehr schön. Ich würde aber gerne erstmal nochmal speichern, bevor ich weitergehe. Konnte ich nicht auch irgendwie rennen? Aber ich möchte jetzt nicht weitere Tasten drücken. Und sonst habe ich gleich gar nichts mehr im Inventar. So, speichern nochmal. Ja, bitte. Ja, was hat er jetzt gesagt? Gott, diese Aufmerksamkeit. Ah, ich habe ja noch. Ah, guck mal, ich habe ja noch hier Medipacks. Schema, Laserkanone, Energiekanone. Anzug Level 3, Strahlmunition. Da habe ich noch ein Stase-Pack, das könnte ich eigentlich benutzen. Nachdem ich das ja gerade alle verbrezelt habe. Und zwei Medipacks, gut. So, ah, ich wollte ja. Gott, konzentriere dich mal ein bisschen. Asteroiden zerstören, genau. Eine der Kanonen ist nicht hochgefahren, was bedeutet, dass ein großer Teil des Schiffes ungeschützt ist. Ich muss das Ding manuell steuern und Hammond genug Zeit verschaffen, es zu reparieren. Ich denke mal, dass wir dadurch müssen. Richtig. Okay, zerstören wir doch ein paar Asteroiden. Ich meine, wie schwer kann das werden, nicht wahr? Oh, Tür.
Plasma-Energie. Wie war denn? Moment, ich konnte doch auf die Dinger drauf treten. Ah! Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie so ein Vollidiot, der zum allerersten Mal das Spiel spielt. Aber ich glaube, ihr kennt das, wenn ihr ein Spiel wirklich schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt habt und dann einfach blind in den Speicherstand reingeht. Mal eben nach. Wo ist der Nachladen? Da ist Nachladen. Herrgott! Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, wenn ihr halt dann nach Ewigkeit mal ein Spiel weiterspielt, das ist dann doch ziemlich blöd ist, weil man sich da wirklich erstmal wieder komplett reinfriemeln muss. Und die letzte Aufnahme ist wirklich mit Sicherheit Monat, anderthalb her. Ja. So viel dazu. Mal eben am Kopf kratzen. So als random Information. Die auch total sinnvoll ist. Dann ist es hier wieder arschensdunkel, ne? Isaac, Sie müssen über das Schiffsäußere, um zur AAS-Kanone zu kommen. Das Problem ist nur, dass wir von Asteroiden bombardiert werden. Sehen Sie sich nach Deckung um, bevor Sie in Stücke gerissen werden. Oh, scheiße. Ich glaube, ich kann mich dran erinnern. Ich habe das Spiel ja schon mal so ein bisschen privat gespielt vor Ewigkeiten. Und daran kann ich mich, glaube ich, erinnern. Das ist unlustig. Ich glaube, das war auch so ziemlich die Stelle, wo ich dann irgendwann aufgehört habe. Ach ja. Keine Gravitation. Eintritt Schwerelosigkeit. Oh Mann. Ja, ich erinnere mich. Achtung! Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Oh! Ja, das ging ja schnell. Schön. Nun gut. Nehmen wir das mal als kleinen Fail hin. Ah, ich fange hier aber direkt wieder an. Das ist schön. Ich habe übrigens auch die Renntaste gefunden. Ich habe sie halt nur nicht benutzt, nicht voll lang. Eintritt Schwerelosigkeit. So, und jetzt. Achtung, mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Deckung suchen. Das ist nicht Deckung suchen, das ist den Tod finden. Kollege Schnürschuh. Scheiße. Das kann jetzt eine Weile dauern, dieser Abschnitt, weil ich da wirklich nicht so talentiert bin. Ich weiß aber auch nicht genau, wann ich losrennen kann und wann nicht. Die Stimme fängt jetzt schon so ein bisschen an zu nerven. So, hier direkt hin. Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Ich sehe echt nicht, wann ich losrennen kann. Jetzt. Ach doch, natürlich sehe ich, dass ich. Boah. Okay. Warten, warten, warten. Kommt wieder was? Abwarten. Laufen, 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 laufen. Ich glaube, einen weiter schaffe ich nicht, ne? Nee, 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 lauf, 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 zurück. Was sagt mein Luftkanister? Ein bisschen habe ich noch, ne? Habe ich da noch? Nein. Lauf, 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 lauf. Habe ich da noch einen im Inventar drin? Medipack. Luftkanistermittel. Benutzen wir den mal. So, und lauf, 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 lauf. Gib alles, Isaac. Ich versuche mal direkt bis zu dem da hinten zu kommen. Ah, sieht gut aus. So, mal abwarten. Zeit genug müsste ich haben mit dem Luftkanister-Ding. Na, jetzt schnell weg hier. Komm, das schaffen wir. Jawolski. Jetzt musst du die Tür nur noch aufgehen. Sehr schön. Ende der Schwerelosigkeit. Puh. Ende des Vakuums. Okay, das war doch gar nicht mal so schwer.
wenn man sich denn nicht so dämlich anstellt. Ist hier sonst noch irgendwas? Ein Speicherpunkt. Na, wundervoll. Stopp. Halbleiter Rubin. Hm, schön. Speichern. Drohende Vernichtung. Eben Zigarette machen, ganz wichtig. So. Dann. Was ist das hier? Achso, das ist die Laserkanone. Okay. Höhenintegrität. Wir sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Höhenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Alles klar, ich darf jetzt also auf diese Asteroiden ballern. Und ich bin richtig scheiße da drin, offensichtlich. Ah! Vielleicht nicht einfach auch gedrückt halten, das kann ich. Das wird nicht gut. Das wird gar nicht gut. Ja, überhitzt, ne? Scheiße. Okay. Nur noch eine Minute, dann sollte es wieder funktionieren. Ja, ich habe keine Minute Zeit, Kollege Schuschu. Wir sind gleich alle tot. Ah, nein, diese scheiß Überhitzen hier. Tot. Okay. Erster Versuch kläglich gescheitert. Das könnte jetzt auch länger dauern, ich meine. Da ich ja so ein Weltklasse-Shooter-Typ bin. Ich habe auch zu lange gewartet gerade mit dem Feuern. Ich quatsche einfach über ihn drüber, ja. Ich fange jetzt direkt an zu feuern hier. Aber ich treffe. Da, okay. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, mit kein bisschen mehr Zeit, Kollege. Scheiße. Nein, nein, nein. Ah! Ich werde jetzt hier nicht wirklich viel quatschen, Leute. Scheiße. Nicht, dass es irgendwas brav ficken bringen würde, aber. Achtung, Höhenintegrität bei unter 50%. Ah, toll. Nur noch eine Minute, dann sollte es wieder funktionieren. Auf zu sabbeln und nach hinten, du Arsch. Das wird wieder nichts. Aber ich mach hin. 15%. Nein! Scheiße! Mann! Bisschen ärgerlich. Okay, einen Versuch mache ich noch und dann mache ich erstmal einen Schnitt. Das ist aber echt nicht einfach. Das sind so viele von den Drecksdingern. Genau, Alfred. Wir sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Höhenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Dreck!
nicht gerade Spezialität von mir hier. Scheiße! Nee, das wird eine Scheißstelle für mich. Ein Scheißstelle für mich. Gut, ich mache dann hier erstmal einen Cut und versuche mich dann gleich nochmal. Weil ich habe das Gefühl, ich werde gerade immer schlechter. Gut, Leute, das war Dead Space. Ich hoffe dann mal, dass wir im nächsten Part diese dämliche Stelle hier schaffen. Ich meine, einerseits eine schöne Stelle, weil es mal ein bisschen Abwechslung ist, als immer nur auf die Viecher ballern, aber ich bin halt schlechter drin. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und haut rein. Ciao, ciao.